Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ohne wie Leder geht nix. Wir werden heute auf jeden Fall unseren Stromausbau weiter fortführen. Die Lag-Show hier wird immer imposanter, da, ja, es wird nicht besser. Bevor wir das allerdings machen, würde ich ganz gerne Folgendes in Angriff nehmen, nämlich hier oben eine Holzfarm bauen, also eine Lumberfarm mit Arbor Trees. Und wir machen keine wilde Farm mit, wie heißt es gleich, wo wir Pips zum Einpflanzen nutzen, sondern eine, die wir mit Wasser versorgen und so weiter. Können wir uns nochmal, bevor wir das machen, vielleicht nochmal eben gemeinsam anschauen, was wir hier brauchen. Wir brauchen Düngung mit Erde und wir brauchen verschmutztes Wasser. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. 8,4 Sekunden. 8,4 Kilogramm. Der läuft. Ja, okay. Ja, da kommt schon, solange das Ding aktiv ist, kommt da schon so ein bisschen was an Wasser raus. Dann können wir so mal direkt die Raumgröße abmessen. Moment. Gewächshaus ist 96 Felder. Okay, dann können wir doch. Ups. Dann können wir doch das annehmen. Sehr schön. In Außenwand. Dann wäre hier eigentlich der Spot für die Leiter. Sieht mir aber eher nicht nach aus. Ne, wir nehmen. Dann doch diese Höhe an. Dann teilen wir den Raum vielleicht noch mal in der Mitte oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Das bedeutet dann natürlich, dass wir hier die Leitern zerlegen können. Die Tür kann weg. Das Ganze machen wir hier drunter nochmal. Dann kommen wir hier gar nicht mehr hin. Ist egal, das hier soll ja sowieso weg. Vielleicht machen wir dann hier noch zwei weitere Hedgefarmen oder sowas. Mal schauen. So, hier zwischen. Das so machen. Machen wir den mal ein bisschen höher, weil dann können diejenigen, die hier, obwohl das kann man auch eigentlich so lösen, da werden sie gleich irgendwann runterfallen. So viele Samen, das sollte ich vielleicht auch mal erst checken. Oh ja, locker. Ganz locker. So, und dann ist auch die Frage gelöst. Wo müssen wir diese Leitung hier hinlegen?
Nämlich hier. Dass ich jetzt mit diesem Freiraum hier sehr glücklich bin, kann ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber wir werden den Platz hier brauchen. Entschuldigung. Aber ich habe mich mal wieder etwas verkühlt. Hatte ich lange nicht mehr, jetzt ist es wieder soweit. Gut, so, während das passiert, müssen wir hier natürlich nochmal wieder tätig werden. Also zum einen gebe ich hier nochmal einen neuen Aufräumbefehl, dass wir hier alles rauskriegen, weil wir müssen natürlich hier noch wieder dicht machen, damit wir unsere Raumgröße hier haben. Das hatte auch Kerstin geschrieben. Ebenso, dass wir doch jetzt regelmäßig mal Omelette auf den Teller kriegen. Nämlich die Blitzblank-Pufteier brauchen wir nicht. Was machen wir mit den normalen Hatchling-Eiern? Brauchen wir eigentlich auch nicht. Die auch mal rein. Tricklet und so weiter, da bin ich mal lieber erst noch mal vorsichtig. Die nehme ich mal nicht in diesen Kreis auf. So, was wir außerdem hier noch umbauen müssen. Wir zerlegen mal diese beiden Ziegel und die beiden Lagerbehälter. Weil die müssen wir etwas höher setzen. Die gasen nämlich aufgrund des Wassers, das hier steht, jetzt auch nicht mehr aus. Und ich weiß nicht, ob das verschmutzte Wasser genug verschmutzten Sauerstoff erzeugt, dass unsere Puffs da immer ausreichend haben. Außerdem, auch da danke für den Hinweis, Kerstin, sollten wir hier noch einen Gaselementsensor bauen, zusammen mit einem Nichtgatter. Vielleicht canceln wir das und wir machen jetzt das, was ich schon mal angedeutet hatte. Wir bauen diese Pumpe hierher. Weil die Stelle, wo CO2 reinkommen kann, ist hier an der Tür. Und dann sollte auch da die Tür stehen. Dann verstehen wir vielleicht, verlegen wir die Pflegestation vielleicht auch noch um ein Feld und dann können wir hier einen Sensor hinmachen. Für das Gas, dann haben wir das ganz gut gelöst. Dann nochmal zwei Ziegel. Zwei neue Lagerbehälter. Jetzt habe ich eingangs gesagt, wir werden heute am Kraftwerk weiterarbeiten und da haben wir noch gar nichts gemacht, ne? Hier passiert gerade auch nicht so ganz viel, habe ich so irgendwie den Eindruck. Ja, es liegt wahrscheinlich auch mit daran, dass das Granit jetzt zum Beispiel von außerhalb der Kolonie geholt werden muss, ne? Dann dauert das alles ein bisschen. Station. Bauen wir dann dorthin. Der Gaselementsensor kommt Quatsch, den können wir dann direkt verbinden, wenn wir schalten die ein, sobald wir hier CO2 finden. Und wenn dann hier was ist, so nach und nach wird das vielleicht mal rüberziehen, ich weiß es nicht. 6,2 Kilogramm. Oh je, je.
Hat er nicht auch mal Strom gebraucht, der Sensor? So, organisch. Verschmutzt. Eigentlich kann man einen verrotteten Haufen auch dazu nehmen. So, ich habe dummerweise das Rohr nicht verbunden, deswegen lief das nicht an. Ich habe mich gerade gewundert. Musst du mal kurz meinen Wecker ausstellen. Ich hoffe, den habt ihr nicht gehört. Aber ich war mal wieder vor meinem Wecker wach. So, das scheint so sehr viel besser zu funktionieren. Okay, jetzt müssen wir hier gleich noch mal das Aufräumen beschleunigen. Dich denn daraus? Vielleicht die Sachen hier auch noch mal aufräumen lassen. Da müssen wir von hier und da noch mal einen Ziegel zerlegen, damit wir da überall rankommen. Okay, wie sieht's hier aus? Wir haben hier unten alles freigeräumt. Dann machen wir jetzt mal schnell hier einen Ziegel hin, dass wir hier wieder einen Raumbonus kriegen, bevor hier wieder irgendwas reinfällt. Achso, es ist gerade Freizeit. Ich wollte sagen, irgendwie passiert nicht viel, aber so, wo haben wir jetzt hier? Das muss ich mir jetzt erst noch mal eben anschauen. Warum gibt es hier immer und immer und immer wieder Sauerstoff? Wasserstoff. Das kommt aus der linken Leitung. Ach, hier kommt zu wenig Wasser an.
weil hier zu wenig verschmutztes Wasser ankommt. Na, das ist ja ein Ding. Dann machen wir doch mal Folgendes. Und wir werden hier sowieso noch viel umbauen, aber wir legen hier eine zusätzliche Leitung rein. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Wir machen es einfach so. Dann kommt aus beiden Leitungen verschmutztes Wasser. Dann werden beide eben entleert. Ja, ab und zu kommt mal überall ein Schluck Wasser an. So kann das natürlich nicht viel werden. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ist da denn immer noch Chlor, das wir abpumpen? Das kann ja nicht sein. Ich hätte vielleicht schon mal viel früher danach schauen sollen. Okay, sind die letzten Leitungen, die fehlen da unten noch eine Brücke plus drei Elemente. Und dann sieht die Welt hier wieder ganz anders aus. Und Wassermarsch. Der Diafilm sieht jetzt besser aus. Hier haben wir das schon. Achso, hier müssten wir vielleicht mal aufmachen. Und hier können wir dann auch anfangen, alles zu zerlegen. Strom haben wir ja, okay. So, wie so interessant, dass hier die verschmutzte Erde nicht aufgeräumt wird. Trotz Priorität 7. Na gut, ich habe aber auch noch viele Bauaufträge, was in der Totalen hier extrem auffällt, wie viel Erdgas hier mittlerweile ist. Ne? Das ist so viel Strom. Plus das ganze Rohöl, was sich hier unten jetzt schon sammelt. Und unser Tank hier oben ist sicherlich auch, ja, mehr oder weniger voll. Also da machen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. In nächster Zeit. Reichen uns 3 Petroleumgeneratoren? Wahrscheinlich nicht für das. Ja, wahrscheinlich schon. Aber machen wir doch 5 draus. So, und hier runter.
bauen wir einfach mal. Hopp. Da muss ja wieder. Gitterziegel. Diesen hier werden wir einfach freilassen, falls wir noch weitere Petroleumgeneratoren bauen müssen. Werkeleiter Verbindungsplatte. Bauen wir hier mal ziemlich ans Ende. Die Raumgröße ist ja eigentlich vorgegeben, so dass wir hier schon mal ein bisschen was machen können. Ich hab's vergessen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, deswegen. Ach, da oben ist doch die Wand auch, ich Idiot. Das müsste einmal dort sein. Und dort. Noch eine Ölquelle hier mittendrin. Einfach auch noch mal die Möglichkeit hier hinzukommen, das freizugraben und so weiter. Ich denke, das machen wir hier jeweils. Wieso? Was habe ich denn hier gemacht? Meine Güte. Nicht blöd. Das hier passt wiederum. Ach nee, das passt nicht. Du musst ja dahin. So. Ach, die hintere Reihe können wir auch weglassen. Jetzt graben wir immer nur den Bereich hier aus, damit man sich nicht hier hinten irgendwo verhaspelt. Das sollte so eigentlich sichergestellt sein. Machen wir hier eigentlich. Es fällt mir gerade noch eine Landwirtschaftsstation. Ne, die brauchen wir hier eigentlich nicht, oder? Können wir immer noch umbauen. Die haben wir mal ausgeschaltet, okay. So, da dürfen wir dann jetzt ja schon eine ganze Menge der Pflanzen mit versorgen. Dann gibt es hier natürlich auch ein Transportsystem. Warm werden sollte es hier sowieso nicht. Deshalb können wir. Hast du das jetzt? Ja. Genau, 3 Stück. Sehr gut. Und die können dann das Holz abtransportieren und die können auch das Ganze mit was Erde, ja, mit Erde versorgen. Oh,
wie blöd bin ich eigentlich? Ihr habt euch wahrscheinlich alle kaputt gelacht, oder? Oh Gott. Oh mein, ups, oh mein Gott. So, Nahrung. Wir brauchen natürlich hydroponische Farmen. Mensch, 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 Mensch. Okay, losgelöst von meiner Dummheit, muss ich mal eben schauen, haben wir nicht schon ein Transportsystem, wo Erde abtransportiert wird? Ne, haben wir noch. Doch, haben wir wohl. Dann können wir doch von hier aus... das Ganze umleiten. Teilen wir das hier auf. Einen brauchen wir da. Brauchen insgesamt 6 Stück. So, dann haben wir schon mal den Hintransport von Erde gesichert. Dann müssen wir den Abtransport von Lamba noch planen. Strom braucht die ganze Geschichte hier logischerweise auch noch. Ich vermute, oh ne. Da haben wir hier ein Netz, wo wir ran können. So. Und dann braucht es hier natürlich noch Förderschienenbelader jeweils. Legen wir mal so. Da würde ich eigentlich sagen, machen wir es so. Ups. Da habe ich einen falschen Fehler gemacht. Wie wir früher immer gesagt haben. Dann auch. Okay.
Okay, hier funktioniert das schon nicht mehr, was ich gedacht hatte. Dann müssen wir hier auch noch mal improvisieren, nämlich so und dann so. Hier wird es auf Dauer noch kriminell. Oder gehe ich damit ran? Das reicht ja eigentlich. Wenn wir da denn Auslass machen. Ich hätte das Lamba, das habe ich auch überlegt, das zu machen, direkt hier anschließen können, aber habe mich dann dafür entschieden, dass es eigentlich mehr Sinn macht, alles erst hier hinzubringen, um es dahin dann weiter zu verteilen, weil vielleicht brauchen wir das Lamba auch mal an anderer Stelle oder ja, oder. Deswegen machen wir das so. Was war das jetzt schon wieder? Ich habe doch gar nicht geklickt mehr. So. Förderschienenbelader, industrielle Zutat. Lamba. Das gilt für alle 6. So, jetzt muss das natürlich irgendwann mal fertig gebaut werden. Hier oben brauchen wir noch ein paar Leitern, sonst wird das nichts. Da können wir erstmal wieder dicht machen. So, gehen wir nochmal eben durch. Also unseren verschmutzten Sauerstoff, den wir hier erzeugen. Der reicht auf jeden Fall für die Puffs nicht aus. So viel wissen wir jetzt schon mal. Der denn auch einen Automatisierungsanschluss? Ja, hat er. Dann stellen wir den mal recht hoch ein, aber wir bauen einen Tiersensor hier mit ein. Wo wir den Brutschrank deaktivieren oder aktivieren. Und darüber hinaus stellen wir dann den hier auch auf Pufflet-Eier auf Forever ein. Mit niedrigerer Priorität, nämlich der steht auf 6 und dieser hier auf 8. Dann könnten wir den eigentlich sogar auf 7 stellen. Dann werden nämlich auch mal häufiger Eier überhaupt erst abgeholt. So, wie es hier jetzt aussieht, ist es ja scheinbar so, dass 4 Tiere ausreichen, um
den verschmutzten Sauerstoff zu verbrauchen. Ja, ein Problem ist, glaube ich, wirklich die Ressourcen hierher zu bekommen. Weil wir eben alles von hier wegholen müssen. Es hat auch seine Nachteile, das Ganze. Jetzt schauen wir mal eben hier. Oh ja, das sieht deutlich besser aus. Das sieht auch von den Gasen besser aus. Wenn es hier jetzt nochmal zu Beschädigung kommt, dann ist das in dem letzten Stück ist noch ein bisschen Wasserstoff drin, aber das sollte gleich Geschichte sein. Okay, hier, ja, ja, ich habe gerade nicht genug Geduld, merke ich wohl. So, wir sollten aber dringend jetzt Ende machen, weil sonst wird das wieder nichts mit der Qualität, dass YouTube das Ganze noch umwandelt vernünftig. Und ja, ich sag einfach mal wieder danke fürs Zuschauen. Ich hätte euch gerne ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr an fertigen Räumen präsentiert, als wir das jetzt hingekriegt haben, aber naja, morgen geht's weiter. Und ja, vergesst nicht, mir einen netten Kommentar, was heißt vergesst nicht, mir einen Kommentar zu schreiben, das klingt jetzt sehr auffordernd. Nein, also nach wie vor gilt natürlich, dass ihr mich da riesig mit unterstützt, wenn ihr mir ein Like da lasst und das Video kommentiert, und ja, ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr es einfach macht. Dankeschön, macht's gut, bis bald, euer Krillo.